Hallo und willkommen zurück, liebe Leute mit Conan Exiles. Und ich habe meine super krasse Warrior-Rüstung noch an, natürlich. Und habe eine Stahlaxt gebaut und eigentlich auch dieses Abhäutemesser. Oder irre ich mich da? Was haben wir denn hier? Ach nee, die Stahlbarren fehlen da noch. Genau, die sind noch in der Schmiede, die sollen da mal schön arbeiten. Da ist alles in Ordnung. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Ich würde fast sagen, wir gehen mal hier wieder so ein bisschen hin. Ich habe den Eindruck, hier oben ist es doch noch ein bisschen zu hart. Und hier drüben müsste ich nochmal eben schauen. Kreuzung des Büßers? Ja, keine Ahnung. Ach, hier waren die Gorilla-Ottos, glaube ich. Würde ich sagen, gehen wir da drüben einmal hin. Und schauen mal, was da möglich ist. Da war ja diese Kaserne von diesen komischen Typen. Warte mal, wie rum stehe ich denn jetzt hier? Oh, guten Morgen. Muss ich mal schauen, ob hier vorne die Schlange war. Ist dieses Schiffswrack. Den Kopf einer Bosskreatur beschaffen. Dich selbst mit Kriegsbemalung schmücken. Und ja, leider Gottes, ihr habt es mir gesagt in den Kommentaren. Ich kann maximal 2 Sklaven mitnehmen und das auch nur, wenn ich Autorität gelevelt habe, was ich bisher komplett ignoriert habe. Schade, ich dachte, ich könnte da schön mit meiner ganzen Armee mal auftauchen und hier schön Schellen verteilen, aber muss ich dann wohl doch mehr oder weniger selbst erledigen. Schauen wir mal, da drüben ist so ein Chamäleon. Bucht der Rümpfe. Ja, 1A läuft doch hier, Leute. Nee, geh mal weg. Und wie ihr unten sehen könnt, im Inventar habe ich ebenfalls die Axt ausgerüstet. Die habe ich auch schon gemoddet, dass sie ein bisschen mehr aushält. Also weniger, wie heißt das, Zustand oder sowas? Muss ich erstmal schauen, ich glaube, hier komme ich gar nicht runter. Ich sehe gar nicht, was das sein soll hier. Haut ab. Ja, okay. Axt ist ein ganz gutes Argument. Ich habe zudem konzentriertes Aloe-Extrakt. Das nehme ich mal. Ja, das machen wir mal so. Dann würde ich sagen, keine Pflanzenfasern dabei. Baue ich noch ein paar Verbände. Für solche Momente, wenn ich die Ruhe habe, dann kann ich da ohne Probleme mich verbinden, anstatt die Tränke aufzubrauchen. Was haben wir hier für einen Progress? Ja, das machen wir jetzt eben. Lebt der hier? Wo kommt er denn her? Pflanzenfasern ernten. Completed. Okay. Attribute, was habe ich denn? 3. Autorität.
machen wir mal eins. Beweglichkeit machen wir so, Leute. Dann haben wir alle was von. Dann 75 Verbände herstellen. Na? Was? Craft Healing Item Progress Done. Ja, wenn man Admin ist, sieht alles so ein bisschen anders aus. Welche Verwendung denn? Wir haben Gorilla. Komm mal her, Freundchen. Bin ich mir sicher, hatten die dicke Haut? Ja, sauber. Da kommt der nächste rechts. Na gut, der hat sich verzogen. Was ist denn? Komm her jetzt. Ich sehe halt nichts. Hätten wir, dann würde ich sagen, zack, dann können wir auch alle ein bisschen was sehen. Dicke Haut, sehr schön. Hab ich gerade noch einen Affen gehört? Ah ja, da. Ja, nachts so einem Gorilla begegnen, also tagsüber schon, nein, aber nachts, ciao. Ach so, hier kann ich nicht die, doch, wollte schon sagen. Was ist denn, das hat irgendwas mit den Verbänden zu tun, dass er mich da jetzt so... Macht. Ach, wartet mal, ich bin ja schon da. Würde ich mal nach hier drüben vielleicht gehen, oder? Das sieht irgendwie recht interessant aus. Na, hier will ich nichts riskieren. Mit dem Runterspringen. Ich glaube nämlich, da komme ich so nicht durch. Au.
Au. Freundchen. Kann ich das Pferd denn irgendwie nach Hause schicken? Denn ich meine, wenn ich jetzt sage, nicht mehr folgen, ich muss das Pferd ja irgendwann später abholen, oder nicht? Oder kann ich das irgendwie beamen? Weil das ist natürlich Quatsch jetzt. Oder sollte ich mich jetzt beamen nach Hause? Also nach Hause beamen, kommt das Pferd dann mit irgendwann? Ist es dann irgendwann einfach da? Beamt es sich nach? Denn ich habe keine Lust, hier nachher wieder herzukommen zu Fuß oder mit Beam-Möglichkeit. Wo bist du denn? Ach da. Würde ich sagen, hauen wir das einmal raus, das darüber und dann holen wir uns den Bogen zurück. Und dann geht's ab sofort mit der Axt weiter. So sehe ich das. Na, guten Morgen. Hallo, freut mich wirklich sehr. Das ist rot, das hier. Na, ich glaube, da komme ich hinter. Oh. Das ist der Türsteher. So, mal schauen, nicht, dass mir der... Ja, genau, das dachte ich mir. Das ist wirklich das Nervigste, also dass sie so rumfliegen und kein Gewicht haben und dass man direkt darüber stehen muss. Aber sonst alles cool. Au. Oh, Pfeile. Das ist eine blöde Ecke hier.
Warte mal, kommt der da gar nicht raus? Nee, bleib mal hier, bleib mal hier. Was sehe ich denn da drüben? Da ist doch ein Schiff. Leute, ich muss da irgendwie runterkommen. Ich werde jetzt das Pferd mal eben hier lassen. Also werde sagen, nee, wie mache ich das denn? Das ist ja ein bisschen nervig. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ich will da aber runter. Das ist okay. Keine Ahnung. Komm her, Freundchen. Elite-Einheit. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ey, 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 komm mal her. Beste Waffe, Leute. Drei. Au. Boah, Leute, es wird ja langsam ein bisschen frickelig hier. Hallo, wieso kletterst du nicht? Ich habe keine Ausdauer. Nicht so der Knüller, um ehrlich zu sein. Die steht da einfach nur so rum. Was ist denn, die hat heute frei, oder was? Erzähl mir nicht, dass das schon wieder Freunde sind, ey. Oder? Please buy something. I haven't got all day. Kaufen. Schild, Perlen, Goldmünzen. May Set guard your stuff. Okay, hi! Freundchen. So, Piraten gibt's jetzt auch noch? So, Verzeihung, da bin ich.
stygische Alchemie lernen. Erstmal reden. Ich weiß, dass du dich fragst, wie konnte die berüchtigte Königin der Harpier an dieser Küste stranden? Dann will ich deine Neugier mal stillen. Diese Hunde aus Argossa haben uns auf offener See überfallen. Am dritten Tag stellten sie die Verfolgung ein, aber da sank das Schiff bereits. Bei Ishtar. Ich war bereit, mit dem Schiff in die Tiefen des Meeres zu versinken, in denen. Aber das Schicksal hatte andere Pläne mit mir. Okay, sehr spannend. Gelernt. Stygische Alchemie. Goodbye. Ich nehme mir mal ein bisschen was. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen, dass es hier auch freundliche Menschen gibt. Aber den Otto da unten hätte ich trotzdem ganz gern eigentlich. So, ich werde hier safe wieder irgendwas übersehen. Irgendeine Schriftrolle, die so aussieht wie das Holz, auf dem ich laufe. Hallo? Ah, nee, der scheint nicht so freundlich zu sein. Ja, Ewigkeiten, oder? Nee. Das ist vielleicht ein bisschen too much, oder? Hallo. Lass mich in Ruhe. Geh mal weg kurz. Lass mich kurz heilen. Ja, ich glaube, den niederknüppeln, das dauert Ewigkeiten. Also ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist hier. Sorry. Au, au, au. Hallo. Na klar. Ja, aber die Axt ist auf jeden Fall super, also kann ich nur zustimmen. Die haut richtig rein.
Nur das mit dem Knüppeln. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Also so wie ich das rausgehört habe, muss man Sklaven haben, die mit einem kämpfen. Ansonsten wird es wirklich schwer irgendwann. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich habe es auch schon mal in Livestreams gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Freund, irgendwie mich um Kompagnons zu kümmern oder so. Also dann da irgendwie so zu schauen, haben die Essen und können die kämpfen und so. Ich will dann eigentlich am liebsten... Ich hänge schon wieder fest, ey, das ist so... Ich komme hier nicht weg, Leute. Also ich habe das eigentlich dann ganz ganz gern, wenn ich das so alleine machen kann. Aber in dem Fall, wenn es wirklich so ist, scheint es ja wichtig zu sein, einen dabei zu haben. Und es ist ja jetzt auch kein riesiger Aufwand, das zu machen, aber ich finde es dann immer so ein bisschen... Ach, ihr seid jetzt alle hier... Was ist denn? Ich wollte nur was trinken. Boah, was geht denn hier? Aber das ziehen wir jetzt durch. Nee, das ziehen wir nicht durch. Ohohoho. Wenn die ein bisschen von mir ablassen, dann kann ich ja... Ist er Japaner oder was? Ui, Sondergendere. Was geht denn hier ab? Oh nein. Oh nein. Diese Eier sind doch diese Moskito-Ottos, oder nicht? Alter, was geht denn hier ab? Ja, ich glaube aber, hier kann ich jetzt langsam mal runter. Pippa, warte mal, warte mal. Pippa! Boah, diese Objekte hier. Hau ab. Was ist das hier? Die Eichel des Lebens, oder was? Ruhig, ruhig. Alles gut hier. Der kriegt jetzt aufs Maul. Ha, mit Fäusten. Komm mal her kurz. Hallo. So, ganz ruhig nochmal von vorne hier. Der Papa muss sich erstmal kurz versorgen. Das will ich mir da jetzt anschauen. Das sind leider so Dolchfritzen. Das ist natürlich immer, Blutungsschaden und die hauen ordentlich rein. Das ist immer so eine schwierige Sache, wie ich finde. Oh, was haben wir denn hier? Ach nee, ich dachte, es wäre eine Armbrust. Schön wäre es gewesen, Leute. Oh, Silberstaub? Argusianischer Traumstaub. Schwarzseide. Gewürz, seltenes Gewürz. Okay. Kann ich erstmal einen haben? Ich traue mich ja grundsätzlich, die anzugehen, aber nicht, wenn die zu zehnt auf mich zukommen und ich dann leider so festhänge. Das ist leider ein bisschen lästig. Und einen von den Knüppeln, das werde ich jetzt nicht machen. Also ich bin... die Frage. Wahrscheinlich muss ich da rangehen. Einer genügt mir. Leider kommen die meisten dann doch zu zweit oder zu dritt. Ey, Spacko. Das ist doch so ein Echsenmensch, oder sehe ich das falsch? Was geht denn hier ab, ey? Wie sieht das denn aus? Ich will deinen Bogen haben, Freundchen. Ich will deine Jacke, deine Schuhe und dein Motorrad. Bekenner?
Oh, das kann ich nicht mal blocken. Doch. Ich bin sicher, dass sie eine super Sklavin wäre, aber Leute, ich versuche hier erstmal irgendwie zu überleben. Ich mach das jetzt so nicht. Das ist mir hier irgendwie nix. Gib mal euer Zeug. Was geht denn jetzt ab? Ah, ihr Geist geht da rein. Warte mal. Vielleicht sollte ich die Dinger... Hiermit kann ich jetzt nichts machen, ja? Ist das euer Ernst? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist, um damit nichts machen zu können. Richtiger Tannenzapfen-Otto hier. Schade, also da werden die Geister reingezogen, so wie ich das gerade gesehen habe. Deren Seelen quasi. Die Frage ist halt, ist das gut, wenn das passiert? Oder explodiert das dann irgendwann und alle kommen wieder raus und ich kann da nichts gegen machen. Also Piraten gibt es auch noch zusätzlich zu all dem anderen Quatsch. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Uah. Ah, nicht zu zweit, Jungs. Nicht zu zweit. Bleibt mal ganz ruhig. Heia! Bei der Macht von Grayskull. Ja, jetzt. Ja. Gib mal euer Zeug jetzt. So, passiert jetzt was vielleicht? Scheinbar nicht. Entweder heißt das, dass hier noch irgendwo einer rumlungert oder dass das, was ich annehme, überhaupt nicht zutrifft. Nämlich das hier dann. Aber das leuchtet doch schon um ein... Ach Mann. Und Schlangen auch noch. Schön. Hohoho! Ich will nicht sagen, keine Chance, aber ich würde fast sagen, keine Chance. Leute, ich muss abhauen. Das ist Quatsch, das ist dumm, jetzt hier mich dem zu stellen. Ich werde hundertprozentig sterben. Ich hoffe nur, dass wenn ich hier nochmal herkomme, dass der dann da ist und ich nicht nochmal da diesen Tannenzapfen befüllen muss. Tschüss, ihr Ottos. Das wird viel, aber gut gemacht. Aber ja, das, was ich vermutet hatte, dass sich das sammelt und dann bündelt das in so einem Supervieh. Naja, du bist zu langsam. Tschüss.
Und dann zusätzlich noch die Schlangen dazu. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich. Komm mal her. Okay, er hat sich nicht geheilt. Yeah.
Einen Feind bluten lassen. So, jetzt die Frage, womit nehme ich den aus? Snake Cult Caravan. Event. Ah. Giftbeutel. Das war jetzt gar nicht so super schwer. Am Anfang mit den Schlangen war das nochmal eine andere Sache, aber der war ja jetzt doch sehr träge und wenn man mal so ein Dark Souls oder ein Bloodborne gespielt hat, dann hat man da die gewisse Geduld, um da einfach jetzt hier 5 Minuten lang im Kreis zu laufen. Aber anfangs schreckte das so ein bisschen ab. Da dachte ich so, ah, das könnte schon schwer werden und so, aber das ist ein Geduldsspiel. In dem Fall jetzt. Ich weiß nicht, wie der spätere Gegner dann sind, aber sehr schön. Ach, das sind ja gar keine Menschen. Oh, das war jetzt Quatsch. Muss mal schauen. Sag mal, die Zelte, die sind jetzt alle weg, oder was? Haben wir die zerstört? Ja, die Zelte gehörten mit zum Event. Dieser Tanzzapfen ebenfalls. Und das war das Ganze. Ansonsten ist es so wie jetzt. Okay, alles klar. Muss ich ja auch erstmal irgendwie verstehen, das Ganze. Ich sage, schauen wir nochmal kurz hier oben. Hier ist ein bisschen Eisen, was gar nicht verkehrt ist. Eisen kann man immer gebrauchen. Nimm mal ein bisschen Quatsch hier von mir weg. Ja, das schaue ich mir gleich mal an. Das ist, glaube ich, ganz okay jetzt. Dann kann ich das Ding nehmen. Sehr gut. Drüben haben wir noch so ein Lager, aber da kümmere ich mich ein andermal drum und dann gesammelt. Jetzt ist es aber sehr grell hier, oder? Das ist ja nicht gut für die Augen sein. Da ist noch einer. Was ist mit ihm? Hallo, bist du freundlich? Ein bisschen Schwefel dabei gehabt. Langsam wird Durst schwindelig. Oh, ja, sagt doch was. Ist schon ganz cool. Okay, das war das. In dem Sinne würde ich sagen, springe ich jetzt einmal zurück. Ich habe hier jetzt erstmal genug gesehen. Hier gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein Gebiet ist. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist der Rand und hier geht es dann so hoch. Schneegebiet und dann Vulkangebiet ist ja ebenfalls bebaut. Also hier gibt es noch einiges zu sehen. Ich springe mal eben zurück. Das hat Spaß gemacht. Das war, wie gesagt, am Anfang ein bisschen. So, wo ist denn Pippa jetzt? Ah, sehr schön.
So, das mal da rein. Eins nach dem anderen. Dann schaue ich mir auch mal an, was die für Rüstung hatten. Würde ich sagen, Holz habe ich gar nicht. Aber Nahrung auf jeden Fall. Zack. Was ist das? Tonkrug. Schwefel, Giftbeutel. Das Ei? Austernfleisch. Nee, das Ei, keine Ahnung, was man damit macht. Ist das alles, was ich an Fleisch bekommen habe? Ach nee, hier. Ja, hau erstmal rüber, das kann ich immer noch irgendwie verbraten. So. Rüstungswert 3, aber Kletterstiefel. Mhm. Skelos Kultistenkapuze. Ach, kann ich den hier so irgendwo hinstellen jetzt, oder was? Guck mal, für dich. Ist doch gleich viel besser, oder? Was haben wir noch? Feuerwasser, ja, das trinke ich nicht nochmal. Kultistenrock. Keine Ahnung, ich würde fast sagen, das nehme ich mal hier auseinander, oder? Mal schauen, ich weiß es nicht besser. Schwarzbucht rum. Da muss ich tatsächlich sagen, 7 Days to Die, das ist die beste Funktion überhaupt, wenn man so stacken und Inventar. Einfach ein Button, mit dem man Sachen, die bereits in der Kiste sind, rausnimmt aus dem Inventar. Automatisch. Das ist... Ich finde es super unübersichtlich. Einfach, weil hier ist dann mal eine Kerze, da ist eine Kerze, dann ist Schwefel, dann ist hier was Schlangenmäßiges. Okay, 100.000 Verbände ist jetzt vielleicht mein Problem, aber... Ja, das ist auch so ein Problem hier. Ach, warte mal, wollen wir eigentlich nicht mal meine Rüstung ein bisschen... Blau? Gedeckt blau, himmelblau, sattblau. Das geht hier doch, oder nicht? Nee, nochmal original, aber hier vielleicht. Oho! Nee? Nee. Na. Was ist das denn? Von Tiffany gesponsert, oder was? Ja, aber ist ganz cool. Nehme ich, danke. Hab ich davon jetzt noch was dabei? Sehe ich aus wie so ein Vogel. Also ich sehe auch so aus wie ein Vogel, aber ich sehe aus wie ein Vogel. Ja, das ist jetzt ganz viel Krempel hier. Was ist Obsidian-Komposit? Ach ja, das wollte ich schauen. Das habe ich gesehen hier. Auge von Set. Ein funkelnder Edelstein mit hypnotischer Wirkung. Diese und ähnliche Edelsteine wurden von Seth-Priestern einst bei ihren heiligsten Ritualen verwendet. Es gilt als äußerst ketzerisch, über besagte Rituale zu sprechen, aber sie umfassen Schlangenopfer und Blut. Dieser Edelstein war angeblich das Auge einer echten Schlange, das durch das Ritual zu Stein wurde und nun die Weisheit und Macht von Seth besitzt. Man muss nur tief genug in den Stein blicken, um von Seths Macht in den Bann gezogen zu werden. Die Benutzung dieses Edelsteins lehrt dich Seths Religion. Erledigt. Ja, ob mir die Farbe jetzt so gefällt, weiß ich noch nicht, aber... Luchgrün, das gefällt mir ganz gut. Gelb ist auch immer nicht schlecht. Violett. Ja, Leute, ihr seht auch hier Deko-Elemente, sehr wichtig. Denn ich sehe meine Spielfigur die ganze Zeit und deshalb bin ich da... Ach nee, warte mal, das kann ich ja... Deshalb bin ich da durchaus ein Freund von, dass man das hier so ein bisschen anpassen kann. Das finde ich gar nicht verkehrt. Das ist ein bisschen gedeckter. Ja, so grün ist auch nicht schlecht. Das ist die Originalfarbe. Ja, da ist der Unterschied nicht groß genug. Das ist so ein schönes dunkles Grün oder eben violett. Wisst ihr was? Das machen wir so. So, und rot? Nee, das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Das ist schon besser. Und der Helm kann irgendwie mal anders aussehen.
So. Das ist doch was. Zack. Ja, das ist doch schon viel besser. Jetzt sehe ich aus wie ein König. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.